Die Empress frage ich mich gerade, ob das... Ich gehe mal in die nächste Ebene. Ob das uns zum Boss teleportiert hat oder... Oh. Das sah anders aus, die Ebene. Ob es uns zum Boss teleportiert hat oder... Ob wir... Depths 1. Ob wir dadurch stärker werden, das weiß ich gerade gar nicht. Gehen wir erstmal hier rein. Und machen die Kiste auf. Oh, oh. Engels. Engel. Das sind gar keine Engel mehr. Das sind einfach nur noch schreiende Babys. Ah, die waren auf dem ersten Part schreiende Babys. Oh, fuck. Schlecht. Da habe ich mich zu sehr auf das andere konzentriert. Werden unsere Tränen größer mit der Zeit? Ich glaube schon, oder? Ich glaube, pro getöteten Gegner werden unsere Tränen größer. Oh, oh. Oh, Zombies. Die hasse ich. Die mag ich überhaupt nicht. Okay, eine haben wir weg. Die sind jetzt nicht so schwer, aber sie nerven halt einfach. So wie das ein schlechter Gegner tun soll. Oder ein doofer Gegner, sagen wir es so. Sagen wir es doch so. Wie gesagt, ah, das war schon. Wenn irgendwas mit den Audioeinstellungen nicht klappt, dann sagt Bescheid. Oh. Hä? Oh! Die ziehen mich ran. Seht ihr? Das sind solche Magnetblöcke, wie es ausschaut. Okay. Finde ich cool. Cooles neues Gimmick. Ein Riesenscheißhaufen. Die Feuer können wir offensichtlich nicht zerstören. Aber wir können die Scheißhaufen zerstören. Vor allem den großen. Der immer neu spawnt. Was ist denn das? Boah! Okay. Die können also chargen. Gut zu wissen. Man muss echt erstmal wieder reinkommen, ne? Man muss echt erstmal alle Gegnertypen wieder langsam kennenlernen. Und wie kriege ich diese Feuer aus? Beziehungsweise, was machen die? Ich weiß es doch. Fragen über Fragen, wollte ich sagen. Scheiße. Keine Ahnung, was es macht. Oh, es hat allen Gegnern im Raum geschadet. Okay. Okay. Das war's dann wohl. Machen wir mal auf. Wir haben genug Schlüsselchen und wir kriegen noch mehr raus. Ach, Leute. Oh, was zum... Was seid ihr denn für Viecher? Dich können wir auch nicht zerstören, okay. Da oben rechts ist noch so ein Stein. Gehen wir mal hier rein. Ach, so ein fetter Scheißhaufen wieder. Du kannst hier nur neue spawnen, ne? Deine zweite Form kann nur chargen, hoffe ich mal. Ja, ihr könnt chargen. Oh, fuck. Boah, die Charger sind echt krass. Also da muss man echt gut reagieren. Und das kann ich nicht. Und ich sollte den Schub der Hoop öfter nutzen, merke ich. Ha. Oh. Okay. Oh. Das war offensichtlich ein Fallenraum. Das kannte ich noch gar nicht, du. Das kannte ich noch gar nicht. Das kannte ich noch gar nicht. Oh, Freunde. Boah, das war knapp. Ich hasse solche Räume. Okay. Ach, es wird schwerer, aber wir kriegen es noch relativ gut hin. Die Zombies drehen sich auch nicht mehr währenddessen, wie sie in eine Richtung laufen, um. Das Spiel hat schon wesentlich weniger Bugs. Also das ist schon mal klar. Ich habe noch keinen einzigen gesehen, muss ich sagen. Oh, oh. Euch haben wir auch noch nicht gesehen. Aber wir haben ja Fly Love. Merke ich ja jetzt erst. Ja, dann kommt her, meine Freunde. Ne? Okay. Wollen wir mal nach dem Secret Room suchen? Hier ist er nicht, okay. Oh, shit. Böser Raum. Richtig böser Raum. Was mich gerade so ein bisschen stört, ist, dass wir noch ziemlich geringen Schadensausput haben. Ausput. Output. Das ist doof. Aber sonst? Oh! Jetzt hat mich der Magnetzeugs... Ah, der zieht auch Schüsse an. Krass. Boah. Dieser Magnettyp hat mich reingezogen und deswegen habe ich Schaden bekommen. Was ist das? Cursed Eye. Cursed Charge Shot. Boah! Okay, das ist so ein bisschen wie dieses Milk-Teil. Okay, okay.
Könnte sich als nützlich erweisen. Gehen wir mal in den Shop. Greed. Haben wir schon gedacht, dass der irgendwann kommt. Ich glaube, wir haben einfach zu wenig Schaden für diesen Schuss. Und der ist scheiße. Aber der charge immer schnell hoch. Boah, fuck. Scheiße. Ich baue richtige Scheiße gerade. Ich bitte das zu entschuldigen. Okay. Wir haben nicht mehr viel Herzen. Aber Geld. Aber nichts, wofür wir Geld ausgeben können. Hm. Problem. Oh. Okay. Boah, wir sprinten ja echt gut durch hier, ne? Oh nein. Nicht Fetti Arschloch. Arsch. Der spawnt mir zu viele Kinder. Habe ich schon gesagt, dass ich den Schuss nicht sonderlich mag? Okay. Euch mag ich übrigens auch nicht. Wobei der Schuss ist gar nicht so schlecht eigentlich, wenn man ihn gut einsetzen kann. Ich kann ihn aber nicht gut einsetzen. Ach, Freunde. Haben wir den Secret Room schon gefunden? Ich glaube nicht, ne? Suchen wir mal hier. Hm. Oh, fuck. Boah, ist das ein Assi-Raum. Ich kann doch hier kaum ausweichen. Boah. Cursed Skull? Nee, eigentlich nicht. Ungern. Wir haben echt nicht viel Leben. Mag ich nicht, sonderlich. Wow. Oh, Freunde, Freunde. Na, hier könnte noch der Secret rum sein. Oh. Oh, Dankeschön, das brauche ich jetzt wirklich. Range up, okay. Gleich mit Leben. Super. Naja, immerhin ein bisschen Herzen. Es gab noch eine Neuerung. Und zwar kann man jetzt seinen finalen Isaac. What the fuck? Was bist du denn? Leute! Seinen finalen Isaac kann man exportieren. Das heißt, wenn ich jetzt so sterbe, könnte ich ihn exportieren. Finde ich richtig cool, dass sie das eingebaut haben. Zumal ist er eigentlich. Oh ja, jetzt kommst du wieder. Och, nur zwei Hände. Okay. Auf zum Bosskampf. Los geht's. Blighted Ovum. Oh! Wow! Ach du Scheiße! Wie geil ist das denn? Boah. Richtig cool. Und noch Double Sized. Oh, Blighted Ovum, verpiss dich! Wir können darüber alles reden, Mann. Okay, der eine ist down. Beziehungsweise der eine halbe Blighted Ovum ist down. Und er auch. Oh yeah. Wir kriegen Isaac Box. Das ist wahrscheinlich ohne das Item, was es gibt. Aber cool, dass es über so eine weite Distanz jetzt geht. Richtig cool. So. Hui. Okay, eins nach dem anderen. Was ist das? Knock up. Gut. Was haben wir hier? Two of Spades nehmen wir auch mit. Was ist das? Kalius, your feet feels stronger. Dann machen wir jetzt mehr Schaden. Wir machen 3 Schaden und damit? 3. Your feet feels stronger. Soll ich das mal mitnehmen? Ah, wahrscheinlich werden wir da nicht so weit leicht weggestoßen. Was ist denn hier? Soll ich das mal aufspringen? Okay, war offensichtlich nur irgendwas im Stein. Hier haben wir wieder die Empress. Ein bisschen Leben. Yo. Läuft. Nächstes Level. Hui. Freunde, ich bin richtig aufgeregt einfach nur. Das Commentary ist auch so richtig schlecht, wetten. Ach du Scheiße. Oh, fuck.
Okay. Dieser Schuss, den wir jetzt haben, der ist gar nicht mal so scheiße. Weil man dann eben nur platziert schießen muss. Aber man muss sich eben konzentrieren dabei. Okay. Aber ein cooles neues Item, muss ich sagen. Ach, so wieder so ein Raum. Den kennen wir ja schon. Oh. Verpisst euch. Ich möchte euren Vater töten. Wow. Macht aber coole Sounds. Okay, mittlerweile komme ich mit den Kleinen klar. Wenn man sieht, wann sie loschargen. Sie machen nämlich immer noch so einen kleinen... Man kann sie ja hier reinlocken, sehe ich gerade. Man kann sie in die blauen Feuer reinlocken. Die sind ja sowieso unzerstörbar. Okay. Ah, Leute, weiter geht's. Okay, einfacher Raum. Muss ich eben nur mal platziert schießen, wollte ich sagen. So. Und so. Perfekt. Eine Fragezeichenpille? Scheiße. Amnesia? Nein! Sag jetzt nicht, dass es für die ganze Ebene ist. Seht ihr die Karte? Oh fuck. Seid dezent kranke Viecher, wenn ich das mal so sagen darf. Und hier seht ihr auch, dass die Champion-Version nicht immer nur mehr Leben hat, sondern eben auch andere Scheiße baut. Fuck. Fuck. Meine Herren, was war das denn für ein Typ? Wie ihr oben rechts an der Map seht, dieses Amnesia hat offensichtlich uns blind gemacht auf der Karte. Oh. Heilige Scheiße. Nein. Nicht treffen lassen, Junge. Schon wieder so ein Doppelraum. Ich dachte, das wäre nur für den Boss kämpfen, muss ich sagen. Dem ist aber wahrlich nicht so. Oh. Es ist nur noch einen halben Kopf. Nein, einen halben Körper. Oh. Meine Herren. Anstrengend das Spiel im Moment. Die ersten Ebenen waren auch schön. Aber jetzt macht wird das Spiel echt anstrengend. Finde ich prinzipiell ziemlich cool. Was haben wir hier drin? Leben. Brauchen wir sogar. Das heißt sogar. Wir brauchen ziemlich dringend sogar Leben. Sogar. Okay, gucken wir mal hier rechts rein. Fistula. Alter Kumpel. Zack. Ist ja ein einfacher Kerl. Vor allem mit, ich merke gerade mit diesem Tränen-Power-Up, was wir haben, noch leichter, weil er nämlich, oder auch nicht, ich würde sagen, das, was gespawnt wird, wird gleich gekillt. Durch die Tränen, die hinterher fliegen. Dem ist aber gar nicht so. Habe ich euch Lügen aufgetischt. Haha. Und zack, weg ist er. Haben genug Schlüssel. Bob's Brain, Explosive Forts. Was machst du? Cool. Das ist echt cool. Ich sehe mir schon genau, was er macht. Wenn das... Ah, okay, er macht es nur hin und wieder mal. Oh yeah. Macht das dann nur einmal oder kommt er wieder? Wenn das nur einmal macht, muss man es natürlich geschickt setzen. Okay, was haben wir hier? Fragezeichen? Fuck, Speeddown. Haben wir aber gut Speed. Luck up, sehr schön. Noch mehr Luck up. Yo! May you bring power? Ja, dann ist es wirklich das, wo wir stärker werden. Okay, das können wir ja gleich im Bosskampf nutzen. Gegen Mom ist es dann, glaube ich, schon. Wenn es denn gegen Mom ist, ich weiß es ja gar nicht. Das war dumm. Och, das war noch dümmer. Okay. Boom! Den mag ich, den Bob. Aber war es Bob oder Brian's? Brian's Falls war es, glaube ich. Ich hätte da einfach in der Mitte stehen bleiben können, merke ich gerade. Boom. Nice run, Brian. Mit diesem gezielten Schuss ist es echt schwer, diese Schnellen zu treffen.
Ich sehe, wir haben hier rechts den Item Room. Da freue ich mir noch einen Ast. Boom. Boah, Bob's Brain ist cool. Richtig cool ist der. So. Oh. Okay. Was ist das? Charge with Blood. Das heißt, wenn wir... Wieso ist er jetzt so schnell rausgelaufen? Wenn wir Schaden kriegen oder wenn wir Schaden machen? Weiß ich nicht. Ich nehme mal das Soul Heart mit. Bomben haben wir genug. Gehen wir mal hier rein. Big Beautiful Fly. You became Lord of the Flies. Wir sind Lord of the Flies! Woohoo! Cool! Cool! Guckt uns an! Guck, wie schön wir sind! Wir sind Fliegen! Das ist ja wie die drei Guppy-Items. Haben wir jetzt drei Fliegen-Items? Ja, haben wir. Wir haben große Fliegen, Fly, Love und jetzt diese hier. Läuft bei uns! Cool! Richtig cool! Jetzt können wir auch fliegen. Haben wir irgendwas übersehen, wo wir fliegen mussten? Oh, Leben? Weiß ich gerade gar nicht. Deswegen würde ich einfach mal zu Mom gehen. Mom! Die Empress! Oh, shit! Wieso sind wir rausteleportiert worden? Hä? Warum? Warum? Jetzt mal ehrlich, warum? Hat Mom eine neue Synchronsprecherin? Ich glaube schon. Okay, wir machen Mom gut Schaden. Kann sich wieder hier so hinglitschen. Ich glaube, so ein bisschen kann man das nicht mehr. Aber es läuft gut, es läuft gut. Vor allem bringt uns der... Boah. His mother, fueled with the desire to serve her god, was bearing down on Isaac. I will do as I'm told, my lord. I love you above all else, Isaac's mother repeated to herself. This was the end of the line for Isaac. His mother was far too strong for him. But just as he accepted his fate, God intervened, sending an angel down from above to stop his mother's hand. And just like that, it was over. Leute! Woohoo! Erster Run gleich geschafft. Läuft! Guckt euch die Credits an. Diese Götter haben das Spiel gemacht. So, ich würde sagen, das war's, ne? Vielen Dank fürs Zugucken. Nein. Das war natürlich nur der erste Run. Wir haben, ich weiß nicht, ob ihr die Achievements gesehen habt, aber wir haben The Womb freigeschaltet. Freigeschalten. Freigeschaltet? Freigeschaltet. So ist richtig. Ha! Ha! Ja! Leute, wir sind The Lord of the Flies geworden. Wir haben... You unlocked The Womb. You unlocked Challenge 20. You unlocked The Heartbringers. A cube of meat appears in the basement. Ich gucke einmal kurz, wie viele Achievements haben. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. 9 Stück haben wir in einem Run gekriegt. Und wir sind, wie ihr seht, haben Mom besiegt. Jetzt müssen wir in The Womb. Und im alten Isaac mussten wir das Herz töten. Ich weiß nicht, was wir jetzt tun müssen. Vielleicht das Herz töten? Wer weiß! Aber wir haben noch was freigeschaltet. Und zwar einen neuen Charakter. 2 neue Charaktere. Zum einen Kane kriegt den Luckfoot. Oh, guck mal. Es gibt sogar einen Hard Mode. Es gibt einen Hard Mode! Was zum Fick? Okay. Und Lazarus. Okay, der hat nichts Besonderes, wie es scheint. Ich glaube, das nächste Mal spielen wir mit einem anderen Charakter. Guck mal, Windstreak. One. Ganz links. Cool, richtig cool. Ich feiere das Spiel jetzt schon. Stats. 0 Deaths, 19 Items, 0 Mom Kills. Weil wir eben das Dings noch nicht getötet haben. Hier das Herz. Secrets 9, Best Streak 1. Items, die wir eben gefunden haben. Oh, guck doch mal, wie lang die Liste ist. Läuft. Läuft richtig hart. So, Endings.
haben wir das, die Credits eben, die, das erste Ending, 16 Endings gibt's. Schick. Secrets. Ja, Kane, The Womb, Harbinger, habt ihr ja alles gesehen. Damit würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zugucken. Ich wünsche noch eine wunderschöne Zeit bis zum nächsten Part oder kommt drauf an, wie ich es schneide. Vielleicht hänge ich gleich den nächsten Run hinten dran. Bis dahin. Bye, bye.